So, wir sind heute bei Untersberg. Freilich. Und zwar Fürstenbrunn beim Aufstieg. Freilich. Und der Romulus und ich. Freilich. Zack, dass wir alles mal an. Ist schon wieder ein Zwieback zum Stärken, gell? Ja, freilich. Das ist so eine Art wie ein Elfenbrot. Gut drauf sind wir, sehe ich schon. Mal schauen, was der Romulus mit hat. Nein, am Anfang nicht so was Schweres. Komplette Justierung hat er gemacht. Wenn ich nicht groß aufs Klo gehen muss, ich bin erst mal ein bisschen klar. Wenn wir mal da schauen, was der mit hat. Ein Pfahn hat auch hinten drauf, also perfekt. Also, man sieht schon, der hat schon weit vorausgedacht. Also, der Tag wird, wir bleiben heute über die Nacht am Untersberg, gehen da rauf, mal so umgeschaut, da sieht man es nicht, wie viel Aufstieg, aber das werden wir schon später besser sehen. Und zwar über die Tolerenzhütten und dann auch hier hinten rauf. Wir werden auch eine Höhle noch besuchen, wir freuen uns voll drauf. Hast du auch noch was zum Kommandieren? Ja, jetzt werden wir am Untersberg noch fragen, ob wir kommen dürfen, die Leprechauns, gell? Untersberg, darf ich kommen? Ja! Ja, ja, ja. Das heißt, wir dürfen marschieren. Nicht kurze Hosen, die Jacken werden wir später auszeigen, es wird hart werden. Und Zwieback nicht vergessen, gell? Ah ja, weil wir noch dabei sind, wir haben am 23. Juli 2012, ich glaube, das ist der 23. 24. Ah, 6. bis wieder ein Tag hinten. Der 24. Juli. Wir sind ja voll bei uns, also gell? Dienstag, der 24. Juli 2012. Falls wir uns jetzt verhauen, schauen wir später im Kalender nach. Ja. Aber ist ja lustig, ist eh nicht so wichtig. Bei uns ist ja nicht so wichtig, was gedacht das ist, ne? Dienstag regiert vom Mars, der gibt uns Kraft, der Aufige. Schweden ist super, es bleibt oben schön und wir freuen uns voll drauf. Und wenn es mal ein wenig schifft, ist es auch scheißegal. Und jetzt machen wir ganz vom Feinsten eine Pause, sonst können wir gar nicht weiter. Wir sind ja schon 8. Ja. So, jetzt sind wir ganz kurz gegangen. Zuerst habe ich gesehen, dass man auch den Berg sieht von unten. Da geht gerade die Gondel rauf. Vielleicht huckt da so der Emanuel drin, was ich aber nicht glaube. Aber ist ja wurscht. Kann sein, wie es ist. Ja, stellen wir da mal ganz kurz mal hin. Roman steht neben mir. Zuerst mal du mal was aufnehmen, sonst wir auch da ein bisschen hier. Da ja, mit dem Bergerl im Hintergrund. Ja, wir haben da ein wenig dran. Gell? Ja, der Reine, da hat er seinen Rucksack dabei mit seinem Schlafsack und die Isomatten. Die hat man mal aufblasen können, ist dann während des Aufblasens explodiert. Macht aber nichts, das wird dann nur thermisch abhalten. Wir legen uns ja der auf Elfenmoos. Das ist ganz famos. Dann liegst und schlafst ganz groß. Gut, passt, haben wir das auch. Vom Feinsten nochmal einen Aufblick. Dass wir das nochmal ganz schön sehen. Wir werden uns das noch ein bisschen zu befassen, weil das haben wir ja bei den Handys, da kann man ja etwas größer machen. So schlecht ist ja das auch wieder das Gerät, auch wenn es ja ganz einfaches ist. So, das ist. Und jetzt gehen wir echt weiter. Naja, jetzt haben wir so ein kleines Stück gegangen. Wie ihr seht, ganz schöne Hecken schon. Sieht man schon forestiert über die ganze Stadt. Aber das ist leider nur erst ein kleiner Prozentsatz, dass wir gegangen sind. Aber scheißegal. Wir sind bestens gerüstet und haben natürlich auch eine sehr gute Form. Wunderschön. Letztes Mal haben wir da lauter Nebelschwaden gesehen. Ist heute ein bisschen besser mit den Nebelschwaden. Wahrscheinlich werden wir ein bisschen später draußen sind. Aber weiß auch, mitten im Sommer, das letzte Mal war es dann auf dem Sommer, wie wir um waren. Gell? Ja, wie es merkt, schnaufe noch ganz schön. Die Blabeln waren letztes Mal genauso abgefressen wie jetzt, ja, wie wir es fotografiert haben. Das ist leider nicht so schön. Oh mein Gott, jetzt muss das Ungeziefer auch irgendwo leben. Ja, für das ist es nicht auch da. Das sind sehr heilkräftige Blätter, weil sie angefressen worden sind. Ja. Vielleicht sollten wir die auch mal essen. Vielleicht kommen wir da auch viel Kraft. Keine Ahnung, die Blätter haben mich nicht so beschäftigt. Ich gehe jetzt einmal da trotzdem durch, weil da bin ich eigentlich nie durchgegangen, aber heute geht's super. Da hört man einmal reden, aber was man nicht darf, das tue ich trotzdem. Und da sieht man erst, wie schön, dass die Aussicht da ist. Wie weit, das da oben geht. Unten ist ein See, ein Tümpel. Und da unten ist noch die verlassene Stadt, ne? Auch wunderschön. Dann da sieht man auch nur den Hintergrund vom Fürstenbrunn. Hinterweg geht es zur Stadt zurück, das ganze Panorama von Salzburg, vom
links nach rechts, rechts nach Mitte, rechts Mitte der Gorsberg, bei Zuckerspitz, ja, dann Hans Hansberg und so weiter und so fort. Der Roman hat auch frei, schaut auch. Hätte ich jetzt lange gewartet, ob das Glas ausschaut. Ja, da ist ein kleines Brunnerl. Das ist jetzt zwei Drittel des Weges, was wir haben. Es ist sehr anstrengend, weil das Gepäck doch ganz schön nicht so ohne ist. Aber es ist immer so, wer was erleben muss, muss auch was mitnehmen. Und mitnehmen kostet ein bisschen Kraft. Wunderschönes Bergpanorama, die Felsen da, genial. Ah, ist das geil. Das hat auf jeden Fall was. Der Roman ist abgefrischt komplett. Was, das zieht ins Hirn ein. Ein richtiger Hirndusche hat er jetzt gemacht. Ja, das steht, gell. Das sehen wir. Die ganzen Panorama. Hallo, grüß dich. Ja, so sieht man sie wieder, gell. Ja, ja, ja. Immer ein wenig mehr zu schleppen, weißt du. Ah, nein. Ja, eben. Na, wir bleiben eben die Nacht um. Ja, danke. Ciao. Werde ich dich mal ablösen, damit du auch zu deiner Erfrischung kommst. Ja, da werde ich eben was ein bisschen. Gell, weil der Reini, das ist auch so ein überhitzter Schädel wie ich eure, so ein Hitzkopf. Da braucht man was Gescheites, klares, kalt. Hallo, das ist sicher. Hallihallo. Aber schon, da zwei jetzt nur, glaube ich, gell? Was erfrischt denn das denn Reini? Dann fühlt er sich ganz feini. So, wir sind jetzt unterwegs zur Toni Lenzhütte. Haben schon vom Dopplersteig weggekommen und gehen jetzt auf der Toni Lenzhütte. Dass man sieht, dass da auch nicht ohne ist, da geht es mich auch ganz schön auf die Waffe. Aber es ist angenehm zum Gehen und ich bin sehr überrascht, wie schön das da überhaupt ist. Also, wenn ihr euch das ausschaut, das Panorama vom Feinsten, wieder mal, kann ich nur sagen. Da übrigens ist die Seilbahn, denn die sitzt jetzt direkt unter der Seilbahn und wir haben da eigentlich einen ganz klassen Platz gefunden. Schattig ist da, darum haut sich noch ein bisschen ein Bergwasser rein. Direkt von Untersberg natürlich, eh klar, vom Brunnen genommen. Von wo ich? Hey, Prost, gell? Ah, da Roman schaut jetzt wieder gleich viel und ergänzt er erst. Ja, vielleicht sollte man die Toni Ergänzhütten nehmen, nicht Toni Lenzhütten. Wir ergänzen uns da ganz gut eigentlich. Da geht's weiter, wir sind eigentlich, glaube ich, jetzt auf der Schneisen, wie wir das zuerst gelesen haben. Das ist vom Kreuzweg ca. eine halbe Stunde. Das haben wir, glaube ich, jetzt ungefähr gegangen. Wunderschöne Aussicht. Ich muss da nochmal den Felsen zuverholen, weil der auch so schön ist. Weil da oben ist so ein Höhleneingang. Der sah aus, als wenn sie ihn ausgestanzt hätten, wie ein Tor des Felsens, ein Felsentor. Nur weil er weiß, welche Gewächter das da haben. Muss man mal schauen, ob wir da am Wächter ein bisschen bestechen können, dass wir mal rein können. Ist natürlich nicht ganz leicht zu besteigen, aber ist egal. Aber irgendwer wird schon da wachen. Der Kaiser Karl wird es nicht mehr so weit in Kreis nehmen. Der schläft. Und dass man das auch sieht, wie schön grün das da ist. Wir haben zuerst Gamsen gesehen, die hat der Romulus gefilmt. Romulus Michael oder Michael Romulus, egal wie man sagt. Ne? Der hat natürlich die Gamsen fotografiert. Ich hoffe, dass ich das da mit der Doku da beleidigen kann. Zwischendurch einmal, dann werde ich es vielleicht dann nochmal ganz auf jeden Fall. Wirklich ganz eine geile Aussicht und das ist die Schneisen. Das ist die Schneisen von Dopplersteig zur Toni Lenzhütten. Roman, willst du auch noch einen Kommentar sagen? Yippie-i-hu! Alpada! Alpada! Und gut fühl ich mich!
haben wir einen Gott in Österreich, ne? So, ist nochmal so ein Überhang gewesen. Und da geht eine in die Alpen, da unten hinten ist allein, dann da oben den Berg, genial, die Kanten, und da hinten sollte da noch eine Leute. Das schaut da jetzt noch aus, aber wir müssen da gleich quer gehen, da gehen wir schon noch eine Stunde, aber ist alles egal, für das haben wir da oder da schon hin. Da wieder ist zirkuliert, zu Garlaufe, die Bösen braucht, und da ist die andere Seite. Das ist das Genial, das ist genau so, oder? Da siehst du die ganze Stadt Salzburg und gleichzeitig siehst du aber auch das ganze Alpenpanorama. Also genial. Das gehört alles ein bisschen zusammen, ne? Ja. Ach, das habe ich nicht gewusst, dass da noch längst hinten ein Verein ist. Ja, das gehört ein Verein. Vereinbergfreunde Bad Schellenberg. Ah? Bad Schellenberg-Verein. Höhlenberg, oder? Verein für Höhlenkunde Schellenberger e.V. Ah. Ganz genau. Wir sagen halt Eishöhlenverein. Und die andere Eishöhle, was da drüben ist, ist die gewaltiger oder wie ja, ist das funktioniert? Das kann man mit unserer nicht vergleichen. Das kannst du mit unserer nicht vergleichen. Musst du mal anschauen, aber dort ist Massentourismus, ja. Weil da Autos Seilbahn und dann brauchst du bloß noch eine Viertelstunde gehen. Ja, ist die auch begehbar leicht, oder was? Ja, mit Führung. Du meinst, dass die Eishöhle weg? Nein, die Eishöhle, was da auf der anderen Seite von der Mittelschwarte ist. Die ist nicht begehbar. Also die ist verschlossen, gell? Ja, da kann man schon ein bisschen einsteigen, soll man aber nicht. Ja. Die hat mir gesagt, man ist alles verfallen und... Mhm. Also ist schlecht bei der Anfahrt gesagt, ne? Ja, soll man nicht unbedingt einsteigen. Die wird praktisch gesagt, nicht gewartet. Ja, gewartet. Da haben wir nichts mehr da und dann, weißt du, dann verfallt das und... Ja. Ja, baut sich Murz umeinander. Ja, wir haben in der Höhle gebaut, das Holz da, das ist noch überblinkt, das ist mit dem Hubschrauber hergeflogen worden. Die Murz-Dinger da. Ja. Ja, Murz-Baustelle. Ja, ist aber ein Haufen Arbeit, das ist fertig. Frühjahr. Ja, mir gestern gehört, das Essen wird ja da von der Hütte auf mit dem Hubschrauber aufgeflogen. Gell? Ja, also das große zeigt, ja. Die Bierfassel und das zeigt, anders geht es nicht. Gell? Ja. Ah, da haben wir jetzt den Dauerfrost. So, das ist jetzt Deutschlands größte erschlossene Eishöhle. Mhm. Ja, hast du gelesen? Entdeckt haben die Hirtenbuben, die haben da ihre scharfe Ziegen gesucht. Gell? Und da lagen die in der Augustzone vor dem Höhleneingang, 1824. Da haben sie sich abgekühlt, die Ziegen sozusagen. Ja, die haben aber da gelegen. Am Höhleneingang. Aha. Okay. 1824, offiziell. Ich sag zwar, da waren schon früher welche drin. Ja, bestimmt. Gell. Und die haben halt nicht gesagt, dass da eine Höhle ist. Ja. Okay. Und zur damaligen Zeit war noch Almwirtschaft von Markt Schönberg bis über die Toni-Lenz-Hütten hinweg. Mhm. Okay. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Zieht sich auch vielleicht eine Jacke an. Ja. Du kannst dir anders dann runterziehen. Hat der eine an. Und dann gehen wir langsam rein. Rein ist jetzt schön warm an. Damit sie am Pimperl nicht abgefriert. Ja, da habe ich das war nicht runter, so hinten, dass man hinten nicht reinzieht. Ja, dann marschieren wir mal.
Das ist manchmal auch so Eisflächen, wo der Schnee jetzt liegt, gell? Also der Schnee, wo da einer ist, das ist alles von den Lawinen. Ja. Ja, die kommen auch im Frühjahr die Lawinen und heuer besonders viel bis zur Felswand. Siehst du das? Ja. Und der Schnee war natürlich im Frühjahr, wenn wir dann das erste Mal gekommen haben, wesentlich weiter oben. Wir haben uns da buckern müssen. Bei den ersten paar Mal, gell, und ja. Abseilen, weil es so steil reingegangen ist. Ja, und jetzt wandert der Schneekegel und dann wird erst der Weg da gelegt. Gell, aha. Für die Leute. Und. Das heißt, den muss man jetzt schon neu legen praktisch. Neu legen. Ja. Ja, also gewaltig viel Schnee im Winter. Ja. Gell, auch da die Bretter, da die Stangen, die Seile, das wäre, wenn es vorbei ist, alles rückgebaut. Aha. Wenn die Seile so vorbei ist. Weil das würde ja im Frühjahr nicht mehr da sein. Ja, ja. Das druckt sich zusammen. Das ist weg. Ah, klar. Und das Eis unter dem Schnee, das ist da 30 Meter dick. 30 Meter das Eis und das Volumen von dem Eis in der Höhle ist ca. 60.000 Kubikmeter. Also verteilt sich das. 30 Meter dick. Ja. Und da herin, wo wir jetzt stehen, das ist die sogenannte Josef Ritter von Angermeierhalle. Weil der Angermeier der erste war, der da rein ist. Aha, ja. Und wenn ich ein paar Namen sage, jetzt dann während der Führung hängt das damit zusammen, die Höhle wurde ja nicht auf einmal entdeckt. Erforscht, ausbaut, das hat hunderte Jahre gedauert, okay, bis das so weit war. Immer Schritt für Schritt. Ja, wenn man da steht, ihr könnt jetzt ruhig einmal da schon zur Mitte da oben gehen und dann ein bisschen schauen, dann kannst du nämlich auch einen Höhleneingang fotografieren. Schau her, da geht es oben. Und darum, warum das ganze Holz da draußen ist und so weiter. Das, den Abgang, da haben wir heuer im Frühjahr gebaut. Bis letztes Jahr sind wir da nur so oben gegangen und da hat es Eis unten nachgelassen und hat die ganzen Felsen, da ist alles oben gebrochen. Ja. Siehst du das? Ja. Ah ja, da haben wir den. Darum gehen wir jetzt da, darum ist das Holz draußen und das hat aber ein Schreiner gemacht, ja, mit einem Mann da. Jetzt könnt ihr ruhig da oben gehen, geht bis zur Mitte vor. Und schaut ein bisschen. Ja, ja. Und da hast du so Brennstoff jetzt drin in den. Das Kapit. Ah, genau. Ah, Kapit. Kapitler. Aha. Ah, schaut's an, da. Kannst du da aufgehen mit der Leiter? Da geht's auch um. Da geht auch weg um, schon, ja. Zum Vorsprung. Geil. Ja, das ist immer zur Arbeit, das ganze Warten, da gern das ganze aufrechterhalten. Ja. Da steckt viel Arbeit dahinter. Und das ist ja alles ehrenamtlich, gell? Ja, wenn es da rein ist, ist ja. Naja. Da muss man wirklich Respekt sagen. Ja, schau mal, wie der cool ausschaut. Das Loch in der Mitte. Den hat es abgeburzelt. Ja. Ein angenehmer Temperatur hast du. Das ist gerade sehr angenehm. Ja. So, bis daher, gell, hat er gesagt. Bitte auf den Laufbrettern bleiben. Ja, sechs, da sind wir gekommen. Da dann. Da drüben werkt dann auch unser Bergführer. So was Steiles, ha? Ha, da bröckelt auch ein bisschen was nach. Ah, der Reine wirkt auf seinen Lampen rum.
Das ist interessant, wenn es da die Leittaufe geht, nach hinten und muss da oben so Vorbau sein. Oben uns nochmal so Etagen eigentlich. Genau da oben. Ich schätze mir, dass da weitergeht, oder? Und da drüben gibt es viel. Ja, da haben sie wahrscheinlich jetzt das mit oben. Dann da daneben geht es auch noch weiter. Hier. Dann geht es da dann weiter. Und wie gesagt, bei der Leiter hinten auf wieder. Dann die Wand auf und dann ist man da. Ist ja, es geht nur Vereinsbasis, geht, weil privat ist nichts. Naja, für private Sachen ist ja Geld da. Gut, der Verein kann sich auf den Stadt was holen. Heißt das. Ja, klar. Also, doch, dass das dann. Das alles Geld kostet, das muss alles gut. So ist es halt alles mit ehrenamtlichen viel, Leuten noch. Viel muss ehrenamtlich gemacht werden. Ja. So, habt ihr ein bisschen orientiert, fotografiert, oder? Ja, ja, haben wir schon ein bisschen was. Ja. Ihr hört es ja im Hintergrund so tropfen. Habt ihr schon gehört, gell? Ja. Das ist also nicht, weil das Eis schmilzt, sondern das ist das Regenwasser, Schmelzwasser, das nur von ganz oben vom Plateau durch den Fels kommt. Mit Verzögerung, gell? Ja. Mit Verzögerung, weil die meiste des Untersberges Kalkstein, Dolomitstein. Das wisst ihr ja, darum kommt das so gut durch. Aber wenn ihr jetzt da hinschaut, da seht ihr die dunklen Flecke am Felsen und diese Eistrümmer am Boden. Kriegst du die drüber? Und vor Wochen waren da noch Eissäulen am Felsen dran. Ja, vom Foto siehst du, gell? Von unten, Foto, ja. Aber die waren so schwer, die haben sie schon gelöst. Ach, schade. Haben sie gelöst, die liegen am Boden. Ja. Und nächstes Jahr im Frühjahr haben die wieder da. Ach so. Immer an der gleichen Stelle, einmal dicker, einmal dünner. Aber wahrscheinlich, weil das Loch da, weil das genau da den Weg hat, ne? Ja. Und jetzt ist aber viel Wasser auch nachgekommen, weil es so viel geregnet hat, durch das hat es das runtergehauen. Und dann seht ihr da hinten die zwei Leitern am Felsen. Und nach der zweiten Leiter beginnt ein mächtiger Höhlengang nach oben. Und ca. 30 Meter über uns ist im Felsen ein riesiges Plateau. Ja? Und dieses Plateau ist der sogenannte Dohlenfriedhof. Und dieser Dohlenfriedhof ist übersät mit Skeletten von den Bergdohlen. Die kennt ihr ja, die Bergdohlen. Ja. Ey, da haben die einen Friedhof. Ja. Also die Viecher kommen da rein, sie wissen, wann ihre Zeit zu Ende ist. Das ist wie bei den Elefanten. Das ist wie bei den Elefanten. Das ist ja... Gut, so, jetzt gehen wir da oben, schauen uns das Eis an. Wir gehen da über die Wendeltreppen runter, machen da einen kleinen Seitengang und da können wir auch wieder auf. Ja, passt. Super. Alles klar, wir gehen jetzt da unten wieder was wieder. Nein, die darfst du da lassen. Du kannst, wenn du magst, die Lampen da nehmen. Ja. Also, weil ich mache jetzt mein Ding an. Genau, habe ich. Ja, ich habe auch so Lampen mit, aber die ist nicht so. Ja, mir ist es gerade runtergefallen. Irgendwie geht es nicht. Mach's nicht mehr, ja, dann nimmst du die da her. Ja, dann muss der Geist aufgeben. Zum Geist aufgeben. Wahrscheinlich Kontakt oder was. Ja, Kontakt ist. Jetzt hast du einen ehrenamtlichen Beleuchtungsdienst rein. Ja, Wendeltreppen, ganz was Feines. Ah, das ist schon. Ja. Na, gehen wir jetzt gleich noch mit. Oh, schön. Ja, wie so Flöten schaut das aus, ja, mit ja, deinen Pfeifertst. Wow. Das nenne ich die so richtig ein Flötentunnel. Ja, geil. Jetzt müsst ihr ein bisschen am Kopf aufpassen unter der Treppe. Ja? Ja, wie ein Enzo-Kuss. So. Geht toll gemacht. Wunderschön. Ja, wir sind jetzt da im sogenannten Mörkdom. Weil der Alexander von Mörk war der Erste, der da runter ist im Jahre 1826. Er hat zwei Jahre gedauert, bis sich da einer traut hat. Und wie der da runter ist, war da nur ein schmaler, enger Schlauch. Ja, da hat der die Strickleiter ausgeworfen, ist da durch, da runter. Ja, wenn man sich wusste, das muss alles gemacht werden nachher. Zuerst muss ein Schlauch ist, ne? Ja, und merkt um das, wenn es da so ein bisschen schaut, seid ihr zu Treppen hin, da rein, schon tief nach unten wärts, kann man sich da vorstellen wie ein Dom oder Kirche. Mhm. Gell? Und da ist alles Natur, nichts poliert geschliffen. Die manche Leute meinen, nur wo wir gehen, wird freigeschlagen. Es passiert ja nichts. Und das Eis war da im Frühjahr bis über eure Knie hinweg. Gell? Und das wird dann rausgesägt und rausgeschlagen und nach unten geschafft. Wie macht es Eisbad? Das machen alles mit. Wir brauchen ungefähr 5 Wochen,
wenn wir das erste Mal herin, wenn wir das erste Mal herin machen, machen wir mal die Bestandsaufnahme. Du kannst ja nur mit Steigeisen gehen. Ja. Und dann gehen wir wieder ran und dann geht es mit dem Arbeiten los. Ha. Das kannst du schon richtig gut fotografieren. Machst du einen Film, oder? Ja. Also, ja, Film ist etwas besser. Na ja. Ah, wirklich. So was Edles, gell, richtig. Ja. Eine Schatzkammer von Untersberg. Ja. Genau, aber nicht jeden Tag. So, jetzt gehen wir weiter. Da müssen wir ein bisschen an den Hof aufpassen, weil das Eisen aus ist. Siehst du das da? Ein Kaiser Karl sei Schatzkammer sozusagen. Ja. Ja, mit meinem Kopf einziehen. Passt. Jetzt warten wir, was man wollen will, gell? Ja, und man hat sich trotzdem einen Helm einen Koffer, das passiert mehr, weil der Helm ist wesentlich höher wie der. Ja, das ist. Jetzt hast du das Gefühl nicht. Ja. 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 Ja, das da sind richtige Eistreppen, ja, rausgeschnitten mit der Kettensäge, da haben wir nur die Matten drauf, dass die Leute dann gut gehen. Ja, aber richtige Eistreppen. Das geht nicht alle Jahr, das kommt immer darauf an, wie das Eis gewachsen ist. Ja, die sind immer gleich, gell? Das sind alle gleich. Und da war gestockter Wind. Mit Gummimatten ausgelegt, ja. Und wann fängt da das Ganze zu machen? Ja, das können wir darauf an, wie der Winter ist, mhm. Auch wieder, wie lange der dauert. Ja. Und es müssen erst die ganzen Lawinen, habt ihr gesehen, von der Hütten rüber, ja. Der Hang, da müssen erst die Lawinen runter. Weil das lebensgefährlich ist, ja. Da haben wir schon oft auf halber Höhe wieder umgedreht und gesagt, jetzt gehen wir nicht mehr weiter, weil es einfach zu gefährlich ist. Mhm. Ja. Ja, nein, das Vorsicht ist das höchste. Und heuer waren wir Spatro. Am 16. Juni haben wir angefangen mit der Fuhr. Ja. Weil sehr viel Eis, Schnee war, sehr viel kaputt. Ja, wieder so ein Gewalt geschneit. Der Schnee war auch wieder recht gut zu danken. Ja, da ist es wieder gut, wahrscheinlich. Weil es war nicht so, aber ich habe gehört, wenn du was, wo man wirklich Angst hat, müssen, ist das ja wohl neu vorgelassen. Ja. So schaut es ja da an die Kanten geschehen. Wahnsinn. Ja. Wow. Weil wir Bergkristalle riesengroß sein. Ja, und die Holztreppen, die bleiben wir herin, die kommen ja nicht ausbauen. Mhm. Die haben dann im Frühjahr mit Eis bedeckt bis daher. Wie kriegst du das da frei? Flämen oder? Ein Picki. Picki, Schaufelschrauber. Ja, da kannst du einen Pickel dran. Ne? Ja, und dann wird der Wassergraben gezogen, der das Wasser abfließen kann. Ihr seht ja, wie das Wasser noch läuft, speziell. Du siehst das? Ja. Gell? Und da, die Wassergraben habe ich erst gestern auf Nacht wieder gehackt. Da wächst das Eis sogar während der Führungszeit auch beim Wassergraben. Nachwachsen. Dann macht er zu, dann kippt das Wasser auf die Treppen und dann vereisen die Treppen. Ja. Ansonsten baut das Eis jetzt während der Führungszeit ab. Mhm. Und die Körperwärme von den Besuchern, fotografieren, Schäkler. Oben die Sonne einstrahlen, verändert das Eis. Mhm. Das ist so, wir gehen jetzt ein Stück da auf, schauen wir uns da oben und dann gehen wir wieder zurück und dann geht es da oben in die tiefste Stelle. Ah. Wie das glitzert. Da ist auch gerade der Regenbogen funkeln. Ja, ich sehe schon, bei der Kamera ist das nicht so. So, wenn wir es da ranschauen, tut der Rand leuchten mit deiner Lampen. Jetzt sind wir wunderbar, das war die Funke, in der wir gestanden sind. Gell? So, ja. Da dahinter sind wir gestanden, wo es losging. Ah ja, ja. So zieht sich das nach unten durch. Ah, das ist da, was der Auto die Bombe dazu genau verstehst. Ja. So. Und jetzt, bis vor zwei Jahren sind wir nur da runtergegangen. Bei der Führung. Ah ja, da habe ich. Ja. Und letztes Jahr im Frühjahr war ein Geologe da, hat sich die ganze Höhle angeschaut, hat auch ein Protokoll geschrieben und da sind größere Fenster rein. Also das wäre der große Baustelle. Aber gleich in die Kurven haben wir gestanden. Also man sieht alles. Ja. Und darum haben wir auch Helmpflicht. Seit jetzt so Helm. Man sieht auch die Auffangnetze hinten. Ja. Gell? Und auch da haben wir so die Barriere hingebaut. Sollte was kommen, dann bleibt das da hängen. Mhm. Und ihr seht da sehr schön die Eisschichten. Und die ältesten Eisschichten in der Höhle sind ca. 3000 Jahre. Boah. Ja. Da Eistopfen. Da sieht man so eine braune Schicht, sechs ist da im unteren Drittel da, ist eine Schmutzschicht. Aha. Gell?
Ja, man meint, der 3000 Jahre ist ein Haufen Zeug. Das ist ja für uns Menschen in der Zeit, wo wir leben, oder? Ja. Aber in der Erdgeschichte ist das gar nichts. Das ist ja Sekunden. Und die Schmutzschicht war mal so eine Katastrophe. Ja, da hat es einmal mit reingeschwemmt. Da sagen wir jetzt einmal Äste, Baum, Latschen, ja, Dreck und so weiter. Ja. Mhm. So ist sämtliches Geröll halt, ne? Ja. Ah, herrlich. Wunderschön. 3000 Jahre schon Zeit. Also für uns ist es ewig. Ja. Für die Erdgeschichte ist es ein Grund. Ne? Ja. Das ist ein Schnipper. Ui, wo, okay. Das ist Relation. Ja, und der Steig da runter, wo wir jetzt stehen, ist der sogenannte Fosselsteig, weil der Fossel, der erste war der aus der Richtung kam. 1828. Ach, da ist ursprünglich als erstes gekommen, oder? Ja. Der Mürk da vorne, da. 1826 und 1828 der Fossel da runter. Aha. Und wie der da runter ist, ging das Eis noch über unsere Köpfe hinweg. Aha. Nur ein schmaler Schlauch. Da hat sich das Eis auch zurückgezogen. Mhm. Ja. Das wird halt immer, ich sag mal, wahrscheinlich, außer es passiert wieder anders, irgendwie immer mehr zurückziehen. Ne? Ja. Ist ja beim Verschwinden sozusagen. Aber nicht so dramatisch wie am Gletscher. Aha. Da kennst du die Beutel, ja? Ja, weil es da geschützt ist. Ne? Ja, das ist geschützt, das haben wir verschont. Ja, da wächst es ein bisschen los, aber ich war gestern auch noch, ist schon wieder ein bisschen leise. Mhm. Ja. So, gehen wir langsam jetzt runter. Bei den Wänden am Rand jetzt ist es glitzert. Ja, schau da auch viel Ski, gell? Gell. Also diese Dimensionen. Also das glaubt ihr gar nicht, dass das nur die Natur macht, gell? Weil sie glaubt das, gell? Und auch wenn es da links an die Felswand hinschaut, sieht man auch so eine feine, funkelige Eisschicht. Siehst du das? Ja, ich glaube. Und diese Eisschicht am Felsen, die wandert aber Woche für Woche weiter nach unten und verschwindet dann. Ja, im Winter kommt es wieder. Nein? Auch nicht mehr, oder? Viele Leute meinen, das Eis wächst im Winter, das Eis wächst dann wieder im Frühjahr. Aha, wenn das ja, Schneewasser, Schmelzwasser durch den Felsen kommt. Also sagen wir April, Mai, oft noch in Juni rein. Ach so. Okay? Viele Leute meinen, das Eis entsteht eigentlich eh noch von Schmelzwasser. Ja. Viele Leute meinen, das Eis wächst im Winter, gell, wenn es schon kalt ist. Da passiert in der Höhle gar nichts, weil alles gefroren ist. Ja, es muss ein fließendes Gewässer sein. Genau, das stimmt. Ja. Ja, also jetzt baut es ab während der Führungszeit. Ah, da sieht man die Lechkleine, siehst du das? Ja. Da tropft das über raus. Genau, den Loch. Schauen wir mal, wie die Eiskristalle verabschieden. So, jetzt geht's. So passen wir da oben am Kopf auf, da ist ein bisschen schräg. Mhm. Das ist ein Abflussrohr? Nein, das ist ein Stempel. Dann sieht man da auch das Wasser lang. Siehst du das? Ja. Es müsste einmal 4 Wochen trocken werden, wo die sind. Das auch, ja. Wenn es nicht alles war, dann Regen. Der Regen macht viel nicht, gell? In dem Fall. Ja. Aber was müssen wir machen? Ja, ist so, ne? Es gibt immer Aufzeiten und Abzeiten, ist so in der Natur. Ja. So Kopf achten beim Regen. Aber man muss jetzt gleich so Panik kriegen wegen Klimawärmung oder in dem Sinn, gell? Ja, das ist alles normal. Ja, jetzt sind wir also in der tiefsten Stelle, in der Fuggerhalle, weil der Fugger der erste war, der dann da runter ist. Wow. Ein Jahr nach dem Postel. Unser Eis unter uns ist immer noch über 10 Meter dick. Wow. Gell? Da will ich klasse. Ja, wenn wir nach oben schauen, es geht bis zu 12 Meter nach oben, je nachdem, wo man hinschaut. Dann sieht man da auf halber Höhe so ein dunkles Dreieck hier. Da beginnt da ein mächtiger Höhlengang, der sogenannte Lehmgang, 40 Meter steil nach oben und endet dann. Aha. Ja? Und dann sieht man da die Lorter von uns und da ist auch ein Höhlengang nach unten. Unter uns ist nochmal eine Höhle. Mhm. Man hat aber über Jahre nichts mehr gemacht, voll mit Eis zugewachsen, ja, damit es auch stabil bleibt. Ihr seht auch, wie das Eis da anwächst. Und da hängt ein Thermometer dran, zeigt an minus 1 Grad. Aha. Die Temperatur ist immer so konstant minus 1 Grad. Ja, ja. Und im Winter, wenn es draußen minus 20 hat und vielleicht noch mehr, dann wird es da minus 6, minus 7. Ein bisschen kühler. Ja, dann habt ihr schon gesehen, die Eiswandel da. Ja, das ist cool. Ein Teil ist schon gefallen, weil da wird jetzt mit der Zeit immer der Hals dünner und dünner. Mhm. Und damit liegen die ein. Ja. Und nächstes Jahr im Frühjahr sind sie wieder da. Klein, groß, viel, wenig, dünn, dick, Fragezeichen. Die Untersbergzwerger, ja. Genau. Ja, und das Eis hier vor uns, die ist dahinter, das 20-fache in dieser Schlucht drin, ist also alles vom Eishaken. Mhm, okay? Die speziell von den Eistreppen.
Ich habe es gerade doch was aufgemacht. Das haben wir dann daher doch. Ist ja, das ist eine gute Idee. Ja. Und weil die Leute oder die Kinder haben jetzt die Eismantel hier drinnen und einander dran. Ja, ich glaube, das ist naja, sehr gut. Ja. Und wir sind jetzt 49 Meter tiefer. Von oben, wo der Schnee losging, am Eingang draußen, bis da runter 49 Meter. Ja. Da ist ein bisschen, Mann, das ist nicht so viel. Aber gell? Wir sind langsam gegangen, Stäblim, durch das. Aber wir sind genau 49 Meter. Ja. Nein, ich glaube, dass das irrsinnig viel Aufwand ist, das aufrechtzuerhalten, das Ganze. Da macht sehr viel Sinn gerade. Ja. Wie viele Leute hast du, was das machen? Ja, also die Hauptarbeit machen wir zu dritt, also die drei Eishöhlenführer. Ab und zu haben wir ein paar Freiwillige. Ja. Oder zwei, da gehen bei meinen Nachbarn mit. Meistens Freitag gehen wir auf, bleiben wir an den Hütten über Nacht. Mhm. Und dann arbeiten die, das haben die eigentlich alle Jahre jetzt gemacht. Und dann kriegen wir aber ein paar Soldaten von Berzgrun. Ah, weil da gibt es also eine Patenschaft zwischen Gemeindemarkt Schellenberg mit Soldaten von Berzgrun. Gibt es eine Patenschaft. Ja. Sehr gut. Ja. Und die waren heuer zwei Tage da. Weil sonst darf man das gar nicht schaffen. Ja, ja, eben. Das ist also brutal. Das ist ja das Eis so viel, das Eis. Das nach unten schaut, das glaubst du gar nicht, was da Eis weggeht. Und das ist dann lauter so Moos, siehst du das da? Ja. Das ist so brüchig dann und spröde. Nur die sind die Gräsern drüber, wie gesagt, die haben mit der Kettensäge, das kostet Schneien wie Holz. Ja, schön. Ja, zum Wundersberg selber brauche ich eigentlich viel von 10, oder? Man nennt ihn ja auch den Wunderberg. Mhm. Habt ihr vielleicht die Dofina gesehen da? Habt ihr ein bisschen was durchgelesen? Ja. Ja. Da gibt es stoßweise Bücher über so Märchengeschichten, klar, sagen Mythos Wundersberg. So geschichtsträchtig, ja, gigantisch. Was sich die Leute beschäftigen, gell? Hochinteressant. Ja. Ja, da steckt einiges dahinter. Ja. So, jetzt gehen wir wieder auf. Kopf aufpassen da. Jawohl. Und wie viele Leute habt ihr da von euch einen Verein, die das machen? Weil das wird ja alles ehrenamtlich, gell? Wir haben drei Eishöhlenführer. Drei. Also wie gesagt, wir sind jeden Tag da. Ich bin jetzt zwei Tage da, heute gehe ich runter, morgen kommt der nächste. Ich komme dann wieder nächste Woche. Wenn wir so einen Dienstplan, so geht das dahin. Und das Problem ist halt, dass der Verein überaltert ist. Wir haben knapp bis 70 Mitglieder. Aber du kannst ja nicht so einen 75-Jährigen sagen, jetzt gehst du auf und das Eis hacken. Ein paar Jungen auch. Die sind wenig da. Die sind wenig da. Und das ist halt wieder was hat man da für Voraussetzungen, dass man da beitreten kann? Jeder. Wir haben sogar einen Mitglied aus dem Schwäbischen, Stuttgarter, weil der Schwäbische Alp, da gibt es ja auch Verein, Höhlen. Und das ist auch unser Höhlenreferent. Und wie gesagt, die zwei, die da waren, die waren von der Uni BW, von der Uni Bochum. Aha. Und die werten das alles aus. Und der Ältere war, der Schlanke da war, ist ein Professor. Aha. Und der kommt überall umeinander, in Alaska. Und sogar. Ja, die haben viele Fragen wahrscheinlich. Ja, und überall hat er da seine Dinge. Die machen also Grundlagenforschung. Mhm. Also, sag einmal. Ja, der ist sogar auf Hawaii, sagt er, das glaubst du gar nicht, dass es auf Hawaii Eishöhlen gibt. Das ist so. Ja, ja. Das ist Wahnsinn. Ja. Ja, die hat ja eigentlich eine gute Bodenwärme, geht durch die Vulkanismus und das alles. Ja, er sagt, das ist jetzt nicht so wie da, so wie so groß, aber halt auch dann so Eisflächen am Boden, wo man so drüber geht. Ja. Nein. Da kann sich die Pele abkühlen, wenn es ein bisschen überhitzt ist. Ja, das ist auch so ein Messgerät. Ganz extra weiß. Und da hat man dann, das hat der Deutner hat uns das am Rechner gesagt, da hat genau die Wärme, auch wenn die Besucher gehen, wird ja die Kurve auf und ab gehen. Also wird über den PC ausgewertet. Am PC hat uns das alles gezeigt. Das ist hochinteressant. Ja, da gibt es so gute Sachen, das, gell? Auch über das Jahr verteilt, gell? Ja. Da hat man fast alle die Daten genau von der Höhle. Ne? Ja. Wahnsinn. Ja. Also kein Hund hilft das nicht. Wirklich von aber, ja. Aber die Werte sind wichtig, ne? Für die Arme und die Kröte bleibt, oder was ist überhaupt? Ne? Ja, da weißt du, auf was du dich einlässt dann. Das wollte ich jetzt da, gell? Schau mal, die los jetzt da.
Die nächsten, gell? Ja, mit der Zeit hängen da mehrere Lampen schon drinnen. Ja, da ist wieder runter, dann der Kreuzung. Ja. Die Tür dann habe ich jetzt gleich noch nicht, weil. Ja, muss man nicht gleich auf den Fuß geben. Ne? Ja. Nein, jetzt stelle ich das. So, Kopf abpassen. So, jetzt haben wir den Hörkturm. Ja. Schönste Stelle von der Höhle, gell, wenn man da mitten im Eis ist. Ja, weil vorher nicht den Tropfen da ist, da ist gerne. Und du siehst auch, da ist das Eis anders wie da dahinter, weil es da immer so drauf tropft. Darum ist es so gerückt. Ja. Und das ist auch vom Wasser, die Höhle. Ja, das Mosaik, was man da hat. Nicht, ne? Ja. Und das verändert sich sehr schnell hier, weil da ist ja die Wendeltreppe, der Fels tropft immer sehr stark. Und jede Besuchergruppe, weil da stehen auch mal 30 Leute und mehr, nimmt man so einen Sog mit nach Hause. Ja. Also wenn ihr in 4 Wochen wieder kommt, schaut es da ganz anders aus. Ja. Das ist immer wieder was Neues. Ne? Ja. Da wird sicherheitsglas. Ja, ist ja auf jeden Fall. So, schaut es nochmal zurück, schaut es nochmal an wieder. Wie schön. Nein, so steil. Also, so, dann gehen wir langsam auf, weil wir dann 10 Leute sind. Ja, das ist ja von Zukunft, gell? Ja, ein bisschen. Und 10 ist auf dem Meistertag, kann da. Komm auf das zu sagen, wie die Leute hören. Ja. Möchtest du die telefonisch abfahren oder spielen auf das ab? Das gibt es auch. Also für heute Mittag hat sich eine Schule angemeldet mit 20 Jugendlichen vom Märzgang. Ja. Die kommen heute vorbei. Ich hoffe, dass sie kommen. Ja, die werden schon kommen. Ja, meistens, wenn der Wetterbericht da so Gewitter meldet, dann trauen sie sich nicht losgehen. Dann trauen sie sich nicht losgehen. Ah, ja, ja. Und dann kommt aber kein Wetter. Ja. Ja. Das ist das Blöde. Das ist das. Weißt du, nie sagen kannst, ob es kommt oder nicht kommt. Gell? Das ist am Berg nicht genau zum Sagen, gell, das... Der Berg hat schon seine Waschen, ne? Und die Gewitter, die waren auch ja schlimm und dann ist auch schon einiges passiert. Ja. Und da habe ich sogar selber oft Angst, wenn ich ganz ehrlich sage. Ja, ja, nein, das ist auch nicht zu unterschätzen. Ja. Ja, das was besonders, eine Eishöhle hast du nicht jeden Tag. Gell? Ja, das und das ist ja echt die Natur hier. Mhm. Da ist nichts gekünstelt. Und das ist das Schöne da. Ja, echt. Ja? So, genießt auch nochmal den Ausblick da raus. Eisschnee, ja, der Himmel ist jetzt ein bisschen grau. Komm ins Wochen. Macht aber nichts. Hat auch was Schönes an sich, sowas, ja, finde ich. So, dann gehen wir langsam aus. Aber blauer Himmel war langweilig. Brauchen wir auch eine Abkürzung, gell? Das ist so interessant mit dem Dohlenfriedhof, er ist gigantisch. Da siehst du, wie intelligent die Raubentiere generell sind. Man nennt sie ja die Delfine der Lüfte sozusagen. Ja, die Raben, die Bergbühnen sind ja auch oben. Ne? Er ist gescheiter wie Adler. Sehr intelligent. Ja. Ja, da rauf und dann ist da dann der Dohlenfriedhof. Das muss man sich echt merken. Ja. Hast du das eh dokumentiert, oder? Und da ist dann das End. Und wie viele so Höhlenbuchten gibt es denn da insgesamt? Also nur bei derer? Wie meinst du? Also, wenn man so jetzt den Dohlenfriedhof der Besucher und vom Schnee, bis man runter geht, wieder rein, haben das 450 Meter, wo der Besucher geht. Mhm. Erforscht in dieser Höhle sind aber 3,6 Kilometer. Wow. Mit den ganzen Seitengängen. Ja. Da zum Dohlenfriedhof habe ich gesagt, 30 Meter auf. Aber bis du da oben bist, musst du 250 Meter hinter dich bringen. Auf, runter, queren, Bauch und so weiter. Wow. Ja. Und wenn du da links reinschaut, da geht auch ein mächtiger Höhlengang rein. Das sogenannte Labyrinth, sie hinter dem Felsvorsprung da. Aha. Ja? Da verlauft man sich dann, oder was? Wenn man da nicht reingeht, da musst du zu zweit sein, musst du es sichern. Ja. Es geht auf, es geht runter, du musst am Bauch. Aha. Und da ist Lehm drin, kein Eis. Aha. Ja? Das heißt, es gibt noch unter Umständen dann, oder wie? Da steigen gerade immer wieder die Höhlenforscher rein und schauen, und ob sich was verändert hat. Ja?
Da waren wir jetzt. Umgegangen. Da brennt das Lampal noch. Aber wenn es da rechts hin ist, schaut es da nach unten, dann auch noch Höhlen gehen. Ja? Da rein, siehst du das? Ah. Ja, genau. Und da auch. Da wie. Ja, gut, das Werkzeug. Da wird kackelt und krackert. Interessant, gell? Hast du es gleich gemerkt, wie es da warm wird? Ja. Wie eine Mauer, ja? Ja. Innerhalb von ein paar Sekunden von minus 1 auf ja, plus 20 wird es jetzt rum. Das ist ein Naturwunder. Ja. Dass das gibt, ja? Aber wir. Na, jetzt wollte ich mal die Linse wieder putzen, die hat es angefrostet. Und da waren wir. Ja, ja, direkt auf meiner Mauer, jetzt hat es mir richtig einen Belag auf die Kamera drauf gehabt. War richtig Nebel. Die Brillenträger, wo da rausgeht, die läuft alle die Brühen. Ja. Das ist, dauert dann ein paar Minuten, bis sie wieder beruhigt hat. Haben wir die Nebel von Avalon. Ja. Ein bisschen tick-tick. Da seht ihr es, wir waren schon auf dem Berg, ihr seht es. Es war keine Filmkulisse. Ja, mein Linz ist richtig abgekühlt, sodass alle wieder nachfrostet. Genau, da seht ihr jetzt am Foto die Säulen, die was umgelegt gewesen sind, wo wir dort waren. Da dann, Einstieg, da sind die Mandeln, Eismandeln. Da wo wir die Wendeltreppen runter sind. Genau, und da dann, ja, das war der eine Aufstieg da beim links rauf dann nach der Eismandel. Oder wo man zu den Eismandeln runterkommt dann. Genau. Wie gesagt, der Kaiser Karl. Der Rainierföhn. Der schlaft da. Und wart, dass er endlich die Welt befreit. Und da, da war es ein Bimbam am 6. Ja, genau. Gar keine Bladeln drauf. Ja. Da oben wachen die Leprechauns. Zwergen sind alles Leprechauns. Da nochmal kurz ein Nachtrag. Übersichtskarte über die Höhle. Wo sind wir denn rein? Da ist das Labyrinth. Also sind wir dann da rein. Da sind wir runter. Genau. Da sind noch die Eiszapfen, wo es runtergefallen sind, die riesigen. Ah nein, stimmt nicht. Da ist der Weg, wo wir rein sind. Das da. Das Schwarze sind die Höhlen. Das könnt ihr euch ja dann selbst ausmachen. Ja, ein bisschen näher ran. Habt ihr es? Nur geschaut, sonst drückt es auf Pause. Ich gehe jetzt weg. Ciao. So Leideln, sind wir nochmal Nachtrag. Ich habe wieder ein paar schöne Fotos entdeckt. Am Untersberg finden wir viel. Schaut euch das an. Da geht es dann da rauf. Da wo jetzt alles Eis ist, war halt bei uns jetzt Schnee. Gell? So. Passt.
Da, Sechsen am Pan. Gleich und über den Rhein. Links oben. Wunderschön, der Pan. Okay. Jetzt nehme ich jetzt mal Richtung Berchtesgaden dran. Da seht ihr nur Wolken. Schaut sich das an. Da, Vergleich, da ist die Felswand. Siehst du. Mare di Cloud. So. Okay. Und tschüss. Da unten ist Salzburg, man sieht es nicht. Eingehüllt in einer Decke des Schlafes. Schaut mal, wie es den Nebel da vertreibt. Und wenn wir uns andersrum drehen, dass die Ortschaft auch schläft unter einer Decke. Ja, so ist das mit dem Berg. Sowas kann man nur noch umdrehen und heimgehen. Ich wollte gerade um mich nicht weg. Ja. Wenn man das wollte, auch schon wollte, haben wir gesehen. Wir können sehr stolz auf uns sein. Okay. Vielleicht baust du das nächste Woche oder zwei Wochen nochmal. Der Wind geht, man spürt schon ein bisschen an Regen. Ich weiß, warum die Gräser da so oft sind. Das ist echt Gänsehaut. Na dann, vielleicht sehen wir uns ja nochmal auf Video, wie kommt was Interessantes. Bis dann. Spürst das nicht, aber sie sind wieder los. Und das Bergmann, doch sind wieder los. Jetzt das nicht, wirkst das nicht, spürst das nicht, siehst das nicht, aber sie sind wieder los. Und das Bergmann, doch sind wieder los. Jetzt das nicht, wirkst das nicht, spürst das nicht, siehst das nicht, aber sie sind wieder los. Viele Geschichten werden verzählt von der alten und der neuen Welt. Wo sie ist alt und wo sie ist neu, ich such euch deinen Mann und denen ist es gleich. Und das Bergmann und sind wieder ruhig, erst das Bild, wirft das nicht, spürst das nicht, siehst das nicht, aber sie ist dann wieder ruhig. Das Bergmann und Samira durch. Jetzt das nicht, dann wirst das nicht, spürst das nicht, siehst das nicht, wo war sie Samira durch. Sie war nimmer du und sie wär nimmer sein. Liga auf Weibel und sah dabei. Sie war nimmer du und sie wär nimmer sein. Liga auf Weibel und sah dabei. Das Bergweiber sind wieder du. Jetzt das nicht, jetzt das nicht, jetzt das nicht, jetzt das nicht, wo war sie dann wieder du. Jetzt das Bergweiber sind wieder du. Jetzt das nicht, jetzt das nicht, jetzt das nicht, jetzt das nicht, wo war sie dann wieder du. Na, jetzt das Bergmann und sind wieder du. Da wo ich das krieg, das da wo ich was sieht, dann wink gerne freundlich zu und schenk gerne deine Weih. Ich glaub, die Wiese.
erst einmal was hört. Dann winkt er freundlich zu und schenkt er rein dabei. Ich glaub, die Wiesen dann die Arme klein. Und jetzt hole ich und das Bergmann, und dann wieder da. Jetzt das nicht, jetzt das